Ja, großer Feuerwehrauflauf auf dem Marktplatz in Bad Wildungen. Was ist passiert? Die Bad Wildungener Feuerwehren, Kernstadt und Stadtteile bekamen neue Einsatzkleidung. Und das wurde bei einem Fototermin zusammen mit Bürgermeister Ralf Gutheil und vielen Kameradinnen und Kameraden, den meisten der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wildungen, auf dem Marktplatz präsentiert. Alle einheitlich, alle rechts. Alle rechts. Andi, was das? Ralf Gutheil, neue Uniform für die Bad Wildungener Feuerwehr. Warum? Ja, weil es nach langen Jahren endlich mal Zeit wurde, die Feuerwehren komplett auf einen Stand zu bringen und natürlich die Motivation der Kameradinnen und Kameraden zu stärken, indem man ihnen optimale Ausrüstung und Einsatzbedingungen bietet. Das ist jetzt gerade die Kernstadt? Nein, das ist Kernstadt und alle Stadtteile. Alle Stadtteile? Ja. Andere Bundesländer haben inzwischen diese sandfarbenen Uniformen. Hessen hat das noch nicht zugelassen. Aber eigentlich ganz Europa sind diese Uniformen ja einheitlich. Wann zieht Hessen nach? Weißt du nicht? Das kann ich nicht sagen. Also ich bin nicht Sprecher der Landesregierung. Das wird auf höherer Ebene entschieden. Feuerwehr ist wichtig und richtig. Ja. Und wenn man die Einsätze der Bad Wildungen sieht, von ich sag mal Ölspur, Türöffnungen bis schwerste Unfälle, ja. Die sind schon ganz schön belastet, hier die Kernstadt. Definitiv, die Belastung ist unter Teilen sehr hoch, aber wir haben eine sehr gute Ausbildung und ein motiviertes Team und bis dahin konnte alles gut verkraftet und weggesteckt werden. Professionalität ist das Stichwort und die Kameradinnen und Kameraden tun ihr Bestes, um da regelmäßig dran zu üben und ihren Einsatz zu geben. Aber ohne das Ehrenamt, die Freiwillige Feuerwehr, also wirklich Ehrenamt, geht es nicht, auch und in einer Stadt wie Bad Bildung. Ohne das Ehrenamt wäre dieser Dienst undenkbar. Ralf Gutheil, Bürgermeister von Bad Wildungen. Dankeschön.